Yo, ich bin der Lukas, aka Vinox, und ich vertrete als Team-Captain das Team egal. Ja, ich bin sogar sehr zufrieden, weil ich habe ja nochmal das Glück gehabt, direkt als Erster picken zu dürfen. Und ich habe mir hier Tritzel getan. Ich glaube, der Name ist auch wieder, ich habe es mit Namen einfach nicht so. Aber ich habe mir auch schon von Anfang an ins Visier genommen. Dazu hat noch ein 13er, wir hatten ja relativ viele 13er zur Auswahl. Und deswegen ist halt die Entscheidung jetzt auf Payo gefallen. Die beiden kennen sich auf jeden Fall, gehen auf dieselbe Uni, deswegen die haben schon ein paar Berührungspunkte zusammen. Da bin ich halt natürlich als Newbie halt noch dabei, deswegen mal gucken, wie es sich ausspielt. Absolut gar nicht. Also es ist jetzt das erste Mal, dass ich auf den Discord gejoint bin. Ich hatte keine Ahnung von irgendeinem Spieler, ich kannte alle nicht. Die einzige Annäherungsquelle, die ich hatte zu den Spielern, war natürlich diese MMR-Sheet mit der Tracker-Website. Und da war halt Grizzlatan natürlich der beste Spieler mit Abstand von den Rängen her. Und deswegen habe ich ihn direkt schon ins Visier genommen. Also vom Spielstil her, ich kenne niemanden. Ich habe niemanden jemals beim Spielen zugesehen. Ich bin ja der absolute Underdog hier im Turnier. Bin als Team-Captain, ich habe noch nicht ein einziges Spiel hier gemacht, nicht ein einziges Uniliga-Turnier. Deswegen ist es umso spannender zu sehen, wie wir abschneiden. Wir sind schon sehr gut aufgestellt. Es ging ja nach der Freeze-MMR. Und ich bin halt ein Twos-Player, deswegen spiele ich eigentlich fast kein Dreier. Und deswegen bin ich da eigentlich relativ niedrig gerankt und bin eigentlich ein bisschen höher vom Rang, als eigentlich das eingeschrieben. Deswegen denke ich mal, dass wir da einen kleinen Vorteil haben vor den anderen. Kleiner Kampf gegen halt die mehr consistent Spieler, die halt, also mit den mehr consistent Picks, wo halt auch verschiedene Spieler alle drei Spieler auf demselben Niveau gepickt haben. Deswegen mal gucken, ist halt ja ein kleiner Kampf der Unterschiede in dem Fall. Da bin ich mal sehr gespannt, wie es sich ausspielt.